Die Notation Nummer 5 ist ein Stück, der ein kleines Gefahr mit sich bringt, dass man das ein bisschen romantisiert. Ich glaube nicht, dass Rubato hier uns führen soll, weil das ist auch ein geschriebenes Rubato. Es ist sehr klar notiert mit Zeitmaß, wo man eigentlich auch als Musiker ein bisschen Zeit nehmen würde. Da ist die Anzahl von Noten auch ein bisschen geringer. Wir haben Gesten, die Noten sammeln auf Pedal. Und dann später nochmal. Und selbstverständlich in jeder Akustik und jedem Raum mit anderen Flügeln muss man immer aufpassen, wie viel Pedal man nimmt. Hier ist es ziemlich strikt notiert. Trotzdem würde ich vorschlagen, für jedes Stück, wenn man merkt, dass die Akustik zu trocken ist, ein klein Tick mehr Pedal zu nehmen, aber zu beachten, wo der Komponist ein Zeichen setzt, dass man mit dem Pedal aufhören soll. Das ist sehr wichtig. Es ist ein Stück, das scheinbar sehr harmonisch anfängt und es sind zwei Teile. Und diese zwei Teile werden unterbrochen von einer Figur, die sehr schneidend ist. Und wie so oft in Musik, wenn man sich ein bisschen länger in einem Charakter befindet, ist es sehr schwierig, plötzlich nur für ein kurzes Moment etwas anderes zu sagen. Aber letztendlich, das ist gut zu lernen, weil diese schneidenden Momente oder Überraschungsmomente haben wir auch sehr oft bei Beethoven.